Besuch auf dem Hof von Jochen Steltenpohl in Flatterlohausen. Felix und Julius vom Ahlhorner Gymnasium sind da. Ja, also diesen Zukunftstag finde ich persönlich nicht schlecht, weil dann die kleinen Kinder oder die jungen Menschen, wie soll man sagen, dann mal so sehen können, wie es abläuft heutzutage in der Wirtschaft und nicht mehr so ist wie in Bilderbüchern teilweise dargestellt, dass der Hahn auf den Mist kräht, die Zeiten sind dann nun mal vorbei. Und da ist es dann wirklich keine schlechte Idee, dass solche Kinder wirklich mal auf die Höfe kommen können und dann auch mal zugucken können, wie es dann wirklich funktioniert. Von morgens bis eventuell abends, solange sie dann Lust haben. Und was meinen die Jungs dazu? Ich finde das eigentlich ganz gut, weil dann kann man auch mal die Berufe ausprobieren, muss nicht immer erst, keine Ahnung, in späteren Klassen dann gucken, was man dann. Ja, das war auch sehr passend und hat sich auch als gut herausgestellt. Was man so macht, gefällt uns auch. Wir mögen Tiere. Passt eigentlich alles. Am Morgen ging es bereits zu den Schweinen. Jetzt werden die Bullen gefüttert. Ja, also wir haben jetzt ja auch schon die Schweine gefüttert, gesehen, wie das alles funktioniert. War auch schon sehr spannend. Wir wollten eigentlich noch Mais legen, aber das fällt jetzt aus, da das Wetter nicht so gut ist. Stattdessen lesen Julius und Felix weiter in ihrer Landfibel. Später einmal selbst Landwirt zu werden, das können sich die zwei Fünftklässler durchaus vorstellen. Auf einem Bauernhof gibt es eben vieles zu entdecken. Das gilt nicht nur für Kinder von außerhalb, sondern auch für die eigenen. Heute Morgen beim Schweinefüttern hat sich ein Schwein so ein bisschen gedreht und hat sich die Speckschwarte so ein bisschen aufgerippelt. Dann meinte Julius, man könnte die Rippen sehen. Also das ist ganz so gut, kommen die Rippen ja nicht durch. Interessante Fragen kommen von meinem Sohn ab und zu natürlich auch, dass er fragt, warum die Zunge so lang ist beim Bullen oder solche Dinge. Ne? Das muss man ihnen einfach sachlich erklären und dann gehen die da auch mit durch die Welt.